Liebe Studentinnen und Studenten des ISB College, ich freue mich, dass ich heute wieder bei Ihnen hier in Pristina sein darf, um mit Ihnen auch gemeinsam die akademische Lehre in diesem College voranzubringen. Sie werden sich fragen, was macht der alte General schon wieder in Kosovo? Als ich 1999 hierher gekommen bin, an der Spitze von 50.000 internationalen Soldaten aus 39 Nationen, war Kosovo ein absolutes Chaos. Es funktionierte der Straßenverkehr nicht, es gab keine Krankenhäuser, die offen waren, die Schulen waren geschlossen, es gab keine Universität, die Geschäfte waren leer, es war trostlos. In der Zwischenzeit haben wir einen Staat, der einen Staatspräsidenten hat, der einen Ministerpräsidenten hat, die schon zweimal gewählt worden sind, ein Staat, der funktioniert und in dem die Sicherheit intern gegeben ist, die wir damals begonnen haben, in diesen Staat einzupflanzen. Wir kommen nicht oder sind nicht gekommen, um hier einen Gegner zu bekämpfen mit militärischen Mitteln, sondern unser Ziel war es, die Situation so zu normalisieren durch Überprüfung, dass die Waffen aufgesammelt und eingesammelt werden, da die Tatsache, dass wir an der Grenze unsere Verteidigungsoperationen durchgeführt haben, um den Menschen Sicherheit zu geben, dass es sich lohnt, in diesem Staat weiter zu bleiben und die Kinder in die Schule zu schicken. Das war nicht immer leicht. Herr Milosevic, der Ministerpräsident aus Serbien, hat wieder und wieder, jeder Woche mindestens einmal gedroht, mit seinen Kräften Kosovo zurückzuholen. Wir sind dann an die Grenze gefahren und haben gezeigt, dass wir Kosovo verteidigen werden und haben die serbische Führung eingeladen, sich diese Übungen mit anzugucken. Und der serbische Oberbefehlshaber des Heeres hat mir gesagt, sie brauchen das jetzt nicht mehr zu tun, wir haben verstanden, wir werden nicht kommen. Ich bin gekommen, um zu helfen, Ihnen, den Studenten hier von ISP, die gleichen Standards zu übermitteln, mit denen wir in Europa unsere Studenten ausbilden, damit sie zusammen mit diesen europäischen Studenten ihre Zukunft gestalten können und wettbewerbsfähig sind. Und ich hoffe, dass Ihnen das in dieser Form Spaß macht und dass wir Ihnen helfen können, damit Ihre akademischen Kenntnisse für die Zukunft zu öffnen und zu verbessern. Ich persönlich habe mir gedacht, dass nachdem ich hier als Soldat fast ein Dreivierteljahr tätig war, dass es sich lohnt, nun als Akademiker zurückzukehren und meine akademischen Kenntnisse mit Ihnen zu teilen. Und dazu möchte ich Sie auffordern, das zu tun. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen. Dankeschön.